Hallo ihr Lieben, heute geht es um dieses komische Zeug. Das ist Verpackungsmaterial, wie es bei vielen Paketen drin ist, die man so bestellt. Und ich möchte euch heute mal zeigen, was man damit machen kann. Und zwar, ja, ich mache das erstmal beiseite. Ihr kennt das ja, wenn man ein Hobbyfotograf ist und man möchte eine Aufnahme machen, ein Makro zum Beispiel hier jetzt von dem Reißverschluss. Man muss die Kamera sehr ruhig halten, man braucht ein kleines Stativ irgendwie, um diese Höhenunterschiede auszugleichen, und die Kamera muss ruhig gehalten werden. Und da gibt es sogenannte Bohnensäcke, und ich habe mir jetzt einfach gedacht, ich habe ein Stück Kunstleder über und das fülle ich mit diesem, also erstmal nähe ich mir da eine Tasche draus und dann fülle ich das mit diesen Flocken, kommt hier oben dann der Reißverschluss nachher noch rein, und dann habe ich einen Bohnensack fertig und kann zum Beispiel hier jetzt eine Aufnahme machen. Und ihr werdet euch jetzt sicherlich fragen, ja, aber warum ist das Ding so lang? Das ist gleich der nächste Tipp. Macht das, ja, ich sag mal so 30 cm lang ungefähr, 25, 30 cm lang. Dann, ihr habt nicht immer ein kurzes Objektiv auf der Kamera. Wenn ihr dann mal ein langes Objektiv auf die Kamera setzen müsst, um eine Aufnahme zu machen, dann geht das eben auch noch. Und das ist wunderbar und schnell gemacht, dauert keine 10 Minuten und man hat sowas fertig. Und durch diese Flocken, die nun wirklich nichts wiegen, die sind so leicht, ist der Sack als solcher auch wirklich federleicht und kann also bequem in einer Fototasche verstaut werden, und man kann ihn immer mitnehmen, und das ist so schnell gemacht. Also bastelt's nach, wenn ihr möchtet. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch oder einen Kommentar oder beides. Besucht mich auf Facebook, Google+ oder Twitter, auch da unter Kleigafo. Oder besucht meinen Blog auf www.kleigafo.de. Und vielleicht sehen wir uns bei einem der nächsten Videos auch schon wieder. Also, macht es gut. Tschüss, euer Andreas.